Ich freue mich, hier heute ein Gespräch zu führen mit einem Mann, der vor ein paar Jahren ganz schön Schlagzeilen gemacht hat. Er macht sie teilweise sogar heute noch, hat ein bisschen nachgelassen. Es war schon schlimmer. Er hatte sich vor allem nicht selber ausgesucht, denn von einem auf den anderen Tag war er eine Art Lieblingsthema der Boulevardmedien. Und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen, nicht über die Geschichte selber, sondern mehr darüber, wie die Medien damit umgegangen sind, speziell eben das Fernsehen. Guten Tag, Jörg Kachelmann. Guten Tag, Holger Kreimeier. Ja, freue mich, dass es geklappt hat. Vielen Dank. Dieser 20. März im Jahr 2010, der ja sozusagen Ihr Leben schlagartig änderte, und dann waren Sie bis Ende Juli inhaftiert. Ich frage mal so ganz allgemein, wie haben Sie vorher über die deutsche Justiz gedacht, bevor dieser ganze Kram losging, und wie denken Sie heute darüber? Es ist ein bisschen eine Wellenbewegung. Also vorher hatte ich großes Vertrauen in die deutsche Justiz, weil ich war ja mal ganz früher im Leben Deutscher, bin dann mit 4 Jahren durch glückliche Umstände in die Schweiz gekommen, wurde dann auch mal Schweizer, weil ich einfach nichts anderes gekannt hatte. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich schon Schweizer bin und wenn ich in der Schweiz bin, dann will ich auch irgendwie Schweizer werden. Wäre mir unangenehm gewesen, dann in die Bundeswehr zu gehen, sondern die Schweizer Armee schien mir da näher. Und mein Vater war Beamter bei der Deutschen Bundesbahn, Oberinspektor immerhin. Und so bin ich auch irgendwie aufgewachsen, dass Deutschland schon was ist, worauf man sich verlassen kann und dass das alles seine Richtigkeit haben wird. Und ich hatte auch ein entspanntes Verhältnis zu Polizisten und Zöllnern, weil das war eigentlich immer das tägliche Leben, dass man so dann mal an den Bodensee gefahren ist und dann damals war ja immer noch Zoll und alles und Polizisten. Und das hat sich sehr stark verändert natürlich, indem ich dann diese lustigen Polizistendarsteller in Schwetzingen kennengelernt habe, auch in Mannheim teilweise, die Justiz in Mannheim, vor allem was die strafrechtliche Seite betrifft. Die Gaga-Justiz, wie man sie, glaube ich, schon nennen darf, wenn es um die Mannheimer Strafjustiz geht. Und heute bin ich wieder insofern mit der Wellenbewegung langsam hoch, weil ich schon gesehen habe, dass Mannheim nicht überall ist. Es gibt also solche furchtbaren Juristen wie dieser Amtsrichter Rehmen, Staatsanwälte Oltrogge, Gattner und die Richter Seidling, Bock, Bültmann und so, wo ich jeden Tag eigentlich beten muss, dass die nichts mehr tun dürfen in Deutschland. Ich habe jetzt mit Freude gelesen, dass Herr Seidling, der Vorsitzende Richter, damals nächstes Jahr aufhören will. Und das ist ein großer Schritt für den Rechtsfrieden in Deutschland, weil dann kann er kein Unheil mehr anrichten. Heute bin ich 100 Zivilgerichtsentscheide weiter als damals und habe gesehen, dass Zivilgerichte, ich habe keine unangenehme Erfahrung gemacht. Es ist immer noch nicht ausgestanden, aber ich habe gesehen, Mannheim ist nicht überall. So in meinen verzweifeltsten Zeiten habe ich gedacht, Mannheim ist überall. Heute kann ich sagen, nein, Mannheim ist nicht überall. Und deswegen bin ich jetzt schon, was das Vertrauen in die deutsche Justiz betrifft, bin ich wieder im Moment auf einem aufsteigenden Ast. Ich habe ja auch Ihr Buch mit Interesse gelesen, natürlich auch diese ganze Hin und Her mit diesen ganzen Gutachten. Also es scheint ja auch so, als wenn jeder sich das Gutachten zurechtschneidern lässt, was ihm gerade in den Kram passt. Jetzt kommt mir das ein bisschen vor. Die Gutachten waren eigentlich alle eindeutig. Ich glaube, das ist so das Schlimmste für mich und meine Familie und für alle gewesen, dass natürlich die Medien verzweifelt darauf achten mussten, dass der Spannungsbogen nicht frühzeitig abreißt. Weil es war von vornherein alles sonnenklar. Aber das wäre natürlich doof gewesen für die Klickstrecken und für das ganze Ding. Also musste so getan werden, man weiß es nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Sämtliche Gutachten sagen immer, Dinkel lügt, hat sie sich selber beigebracht. Dinkel lügt, hat sie sich selber beigebracht. In kleinsten Nuancen, wo vielleicht noch diskutiert wird, hat sie gelügt. Also Dinkel ist die Dame, ne? Ist die falsch beschuldigt, die Lügnerin. Weil die immer nur als D-Punkt normalerweise bezeichnet wird. Ja, aber ist ja nicht notwendig. Also nee, die Lügnerin und Falschbeschuldigerin Dinkel, so viel Ehre muss dann doch sein. Das ist eigentlich von vornherein ganz eindeutig gewesen. Auch zum Beispiel dieses berühmte Gutachten, wo drauf steht, da ist keine DNA von mir auf dem Messer. Die Anklage ist ja damals gemacht worden. Da hat der Staatsanwaltschaft in die Kamera gelogen. Das war für mich auch eine neue Erfahrung. Ein deutscher Staatsanwaltschaft lügt in eine Fernsehkamera und hat mit sturzbetroffener Stimme gesagt,
das DNA von mir auf dem Messer sei und das Blut des Opfers auch auf dem Messer. Beides war brandschwarz gelogen und das war auch in den Gutachten, auch den Journalisten zu dem Zeitpunkt schon bekannt, die alle schon diese Sachen geleakt bekommen haben, die aber dann ein Jahr später ganz überrascht sein mussten, als eben dieses Gutachten dann, dass ich von mir da gar nichts war und von dem angeblichen Opfer auch nichts war, als das dann eben im Gericht eingeführt wurde. Und das hat schon etwas angestrengt, immer sich so kolossal zu wundern und zu denken, was machen da alle, was macht ihr da alle? Und das noch aus dem Knast ist noch zusätzlich schwierig, weil man sich nicht wehren kann, solange man im Knast ist. Da ist man einfach, man sitzt da in seinen 16 Quadratmetern Deutschland und hofft einfach, dass es irgendwie vorbeigeht. Und weil ich dieses Vertrauen in die deutsche Justiz hatte, war ich auch bei der Verhaftung, ich habe zwar die Welt nicht mehr verstanden, aber ich war trotzdem insofern entspannt, weil ich gedacht habe, in ein paar Tagen ist das durch. Ja. Mhm. Weil die Geschichte ist so schlecht gelogen, da wird auch der dümmste deutsche Polizist draufkommen. Aber ich habe noch nicht die Schwetzinger Polizisten gekannt. Das war das, was ich damals nicht ahnen konnte. Und auch diese Eigendynamik, die das dann entwickelt hat, die Staatsanwaltschaft im Zusammenspiel mit den Medien damals, die sich gegenseitig so wunderbar befruchtet haben, um dieses Monstrum zu kreieren, was eben kein Monstrum war. Ja, genau. Es wurden ja auch von den Gerichten auch teilweise Akten an die Medien gegeben, die normalerweise gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Naja, und wenn das noch, die haben natürlich nur bestimmte Sachen auch rausgegeben, die geholfen haben. Es gab auch ganz viele Gutachten und so, die im Nirvana verschwunden sind. Also es wurde ja auch behauptet, ich hätte jetzt diese Frau an den Haaren quer durch die Gegend gezogen, worauf man dann irgendwelche Haare hätte finden müssen, weil die dann nicht alle dranbleiben. Und es hat die Leute dort haben auch ein Gutachten gemacht und keine Haare gefunden, wo dann auch geschrieben wurde, nee, also das sehen wir nicht bestätigt. Das ist zum Beispiel ein Gutachten, was nie hochgekommen ist, weil es natürlich nicht geholfen hätte den Behörden. Worüber sie auch nie was gelesen haben, da müssen sie mal drauf achten auch, sie haben nie gelesen, was auf meinem Laptop so alles war. Obwohl mein Laptop natürlich auch beschlagnahmt, sie haben nach alles gesucht. Jetzt, wenn ich natürlich noch selbst ein Video von RTL 2 um 2 Uhr morgens drauf gehabt hätte oder irgendwas gegoogelt hätte, was irgendwie im weitesten Sinne konstruierbar. Ich meine, ich muss doch dankbar sein, dass ich damals nicht an irgendeine Emigration oder irgendwas gedacht habe und irgendwie amerikanisches Visum gegoogelt habe oder was weiß ich was oder mich für eine Green Card Lotterie der will flüchten aus dem Land beworben hätte, da hätte man sofort gesagt, das ist ein Nachtatverhalten. Ja, aber sie haben deswegen von meinem Laptop nie was gehört in dieser ganzen Gerichtsverhandlung und in den Medien, weil sie dummerweise oder nicht dummerweise, ich habe nur normales, schieres Leben gehabt und habe nichts Komisches geguckt, nicht Komisches geschrieben und so. Und deswegen ist, und das ist eben das Traurige auch, dass Journalisten sich heute keine eigenen Gedanken mehr machen darüber, ob das vielleicht nicht einen Grund hat, warum man von seinem Laptop nichts hört. Nun gibt es natürlich immer wieder Fälle, wo Männer einer Vergewaltigung bezichtigt werden und dann sogar im Knast landen, obwohl sie vielleicht unschuldig sind. In diesem Fall sind Sie eben selber Medienprofi gewesen. Sie sind Fernsehmoderator lange Zeit gewesen, wie wir wissen. Und ist das ein Vor- oder ein Nachteil, wenn die Öffentlichkeit so drauf guckt? Naja, in meinem Fall war es, glaube ich, sicher ein Nachteil, weil wenn natürlich ich jetzt irgendein jemand gewesen wäre, dann hätte nicht diese Staatsanwaltschaft und diese Amtsrichter und Richter hätten diesen blinden Belastungseifer gehabt. Weil für die war natürlich die Messlatte dann mit der Zeit so hoch, dass die gewusst haben, wir können nicht zurück. Weil ein deutscher Beamter ist meistens nicht in der Lage zu sagen, oh, da habe ich aber Mist gebaut, weil das natürlich auch für die teuer gewesen wäre. Deswegen haben die auch in 44 Verhandlungstagen verzweifelt versucht, als sie gemerkt haben, da ist nichts dran, irgendwelche noch Ersatzstraftaten zu holen. Da haben sich ja dann reihenweise angebliche Opfer gemeldet, nicht allzu viele. Also eine, kaum war ich draußen, kam dann auf der Bunte, die Seite 1 und auch natürlich überall in den einschlägigen Fernsehsendungen, auch ich bin ein Opfer von Jörg Kachelmann. Die Frau hat vor wenigen Wochen
einen Strafbefehl von 10.000 Euro gekriegt für uneidliche Falschaussage. Also die hat es inzwischen schriftlich bekommen, dass sie damals brandschwarz gelogen hat. Da kam jetzt, glaube ich, letzte Woche eine kleine Meldung im Spiegel, die natürlich niemand aufnimmt. Weil aber jeder erinnert sich, ja, das war ja nicht nur das, sondern der hat auch noch uneidliche Falschaussage, wie gesagt, Strafbefehl 10.000 Euro, aber war damals halt ein großer Titel auf der Bunte und nicht nur dort. Und das ist letztendlich das Problem. Deswegen sagen auch immer alle, ja, oder viele, wurde zwar freigesprochen, aber wer weiß, weil natürlich es wurde so viel Mist, Gelogenes geschrieben. Inzwischen ist vieles verboten, wie das, dass ich andauernd Heiratsanträge gemacht hätte und was weiß ich. Ich habe ja in Ihrem Buch die Liste an einstweiligen Verfügungen gesehen. Das ist ja sehr beeindruckend, muss ja. ich sagen. Also ja, das sehr ist ja, fleißig. Das ist ja auch noch nicht fertig. Also ich meine, es ist, die juristische Aufarbeitung ist noch nicht zu Ende. Ja. Ich möchte auch im Interesse dessen, dass auch das nicht mehr so oft passiert, noch eine Verurteilung von Frau Dinkel erreichen. Auch das ist wichtig für den Rechtsfrieden, dass in Deutschland Verbrecher und auch Verbrecherinnen letztendlich auch dafür bestraft werden, was sie verbrochen haben. Und die Aufarbeitung mit den Medien steht noch aus und dann ist es aber auch dann gut. Also es ist nicht so, dass mich jetzt das noch jeden Tag tierisch beschäftigt. Ich meine, das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Das ist klar, wenn Sie 132 Nächte irgendwann mal nachts aufwachen in dieser kleinen Zelle mit all Ihren Kakerlaken und Ratten im Keller und Sie sehen immer dieses Gitter. Das kommt manchmal noch in Träumen wieder, weil das wird ja von außen der Knast so angeleuchtet. Und Sie haben dann an der Decke den Schatten des Gitters, des kleinen Fensters oben an der Decke. Und das war jedes Mal ein schlimmes Aufwachen, weil Sie mitten in der Nacht das noch nicht so verinnerlicht haben, wo Sie sind. Und das kommt auch manchmal jetzt noch wieder. Deswegen auch ein bisschen die Verzweiflung schon fast darüber, wenn ich dann überlese, was dieser furchtbare Therapeut von Frau Dinkel, dieser Professor Seidler, dann schreibt über die Traumatisierung des Opfers und so. Wie gesagt, sie ist kein Opfer, sie ist eine Lügnerin und Falschbeschuldigerin und vielleicht bin ich traumatisiert, ich weiß es nicht, dadurch, dass diese Sachen wiederkommen. Es ist sicher etwas, was ich nie vergessen werde, aber es geht auch wieder viel besser, als es auch schon gegangen ist. Sie beschreiben in dem Buch auch, wie ja auch das Fernsehen plötzlich irgendwelche angeblichen Ex-Mithäftlinge interviewt oder Leute, die in der Kantine, die es überhaupt nicht gegeben hat. Ja, genau. Wenn Sie das mal kurz erzählen möchten. Naja, das ist das, also ich habe da ganz viel Vertrauen verloren zu der Zeit in eigentlich alles. Das ist das, was ich auch mal beschrieben habe in einem meiner Tweets, was neu ist für mich, auch was jetzt darum geht, wenn im Frühling wieder geschrieben wurde, das ist ein tierischer WM-Sommer, wo nur die Sonne scheinen würde und so. Diese Bereitschaft, dass Medien zum allergrößten Teil kollektiv Schwachsinn schreiben und auch zum Teil wissen, dass es Schwachsinn ist, es aber trotzdem schreiben. Das ist, glaube ich, eine neue Dimension. Ich war ja auch weite Teile meines Lebens Journalist in den 80ern und 90ern, auch zum Teil in führender Position. Und ich weiß, wie wir bei solchen kontroversen Geschichten verzweifelt immer beide Seiten versucht haben zu kriegen und nicht einen Kommentar geschrieben haben. Also heute, wenn ich gucke, ist fast alles nur noch Kommentar. Und es wird dieses Audiatur et altera pars, die andere Seite gucken, das findet fast nicht mehr statt. Und das ist auch das, was mich damals eben in der Berichterstattung sehr gewundert hat, wie Sie sagen, da war dann ein Kumpel im Knast, den habe ich einmal gesehen, da kann ich mich dran erinnern, beim Warten auf den Anwalt, der war in einem ganz anderen Flügel auch, auf einem ganz anderen Stockwerk. Und der wurde dann jemand, der mich gut kennt und in der Kantine mich trifft. Es gibt keine Kantine, jeder ist auf seiner Zelle. Und der Mann hat mich auch noch nie im Leben gesehen. Und es gab auch andere Zellennachbarn, die dann plötzlich sicher von wem auch immer 1.000 Euro dafür bekommen haben. Und ich meine, man muss auch noch sich vorstellen, die haben zum Glück alle freundlich und nicht wahrheitsgemäß über mich gesprochen, weil sie mich gekannt haben. Aber das ist auch etwas, ein großes Risiko, was für mich damals gewesen wäre. Was ist, wenn einer sagt, wenn du 5.000 Euro bekommst, dann sagst du etwas, dass er irgendwas gesagt hat auf dem Hofgang. Zum Beispiel, dass der Knast in Mannheim
hat systematisch Leute, mit denen ich auf dem Hofgang war, rausgenommen und interviewt, um irgendwie zu fragen, hat er dir irgendwas gesagt, worauf sie was machen können? Und offenbar hat mir zumindest eine erzählt, sind den Leuten auch Erleichterungen bei der eigenen Strafsache angeboten worden, im Austausch dafür, dass man über mich etwas Unangenehmes erzählt. Also man kann nicht sagen, dass die Mannheimer nicht alles probiert hätten, um irgendwie was irgendwie so hinzubekommen, um mich zur Strecke zu bringen. Also sie haben wirklich alles passiert und über das Legale hinaus, glaube ich. Das kann man auch sagen. Und wenn ich das alles jetzt, wenn ich alle Leute jetzt von der Staatsanwaltschaft bis zum Amtsrichter und bis zum Gefängnisleiter da, glaube ich, verklagen würde, das wäre eine unentspannte Sache. Aber das ist auch ein bisschen, was hat mir gesagt über den Zustand des Journalismus in Deutschland. In einem deutschen Gefängnis waren Zellen, also immer die der ersten Nacht, komplett zugeschissen, auf Deutsch gesagt. Der Knast war voller Kakerlaken, im Keller voller Ratten. Und da steht ja alles im Buch drin. Jetzt in einem funktionierenden Medienland hätte jetzt irgendein Journalist aus dem Rhein-Neckar-Raum mal den damaligen Gefängnisdirektor oder den neuen Gefängnisdirektor, man kann das ja freundlich machen, man kann den ja fragen, ja, ist das immer noch so oder stimmt denn das oder so? Das Gefängnis ist auch voller Hakenkreuze an der Wand. Überall Hakenkreuze, überall jeder, an allen wichtigen Eingängen, Ausgängen, wo die Leute reinkommen, Aufzügen, große Hakenkreuze. Und ich habe mal die Wärter gefragt, ob denn die schon lange da sind. Da habe ich gesagt, ja, die waren schon immer da. Und es sind mehr geworden in der Zeit, als ich da war. Das liegt nicht, weil ich welche zusätzlich hingemalt habe, aber das wird offenbar akzeptiert. Und mich hat das einfach sehr gewundert, dass jetzt zum Beispiel kein Journalist auf die Idee gekommen ist, dass es eben diese Selbstzensur, die offenbar von vornherein stattfindet, die mir vorher auch nicht bekannt war, dass man so zusammenhält in der Kurpfalz gegen diesen Ausländer, den man jetzt zur Strecke bringen wollte, dass kein einziger Mensch den Gefängnisdirektor in Mannheim gefragt hat, Hakenkreuze, Ratten und Kakerlaken, ist das eigentlich normal so bei euch im Knast? Und das ist eines der Dinge, die mich sehr gewundert haben. Ja, also Sie, wenn Sie nach Motiven für das Verhalten suchen, dann würden Sie das auch am ehesten damit begründen, weil Sie Schweizer sind, dass das damit zu tun hätte? Das weiß ich nicht, aber wenn man noch mal googelt die ganze Zeit, ich war vor 2010 wurde ich kaum jemals als Schweizer identifiziert. Sehen Sie, wussten auch viele Leute nicht, dass ich Schweizer bin. Und heute hat sich's auch wieder gegeben. Heute bin ich jetzt, wenn ich mal vorkomme, bin ich nicht mehr so oft der Schweizer. Aber in diesen zwei Jahren, in den zwei schlimmen Jahren, die Queen würde sagen, annus horribilis, da war ich andauernd Schweizer. Und warum? Also das müsste ich jetzt wieder Sie fragen. Sie kennen die Medien, warum ich plötzlich zu diesem Ausländer wurde oder so. Ich habe keine Ahnung, aber das ist zumindest, es ist statistisch signifikant, dass das der Fall war. Und ja, ohne jetzt das groß spekulieren zu wollen darüber. Also dass es so eine Art Schweizerfeindlichkeit gibt, würde ich überhaupt zum Essen machen. Nein, aber es ist natürlich schon, für die Kurpfälzer war es natürlich schon so, dass dieser Promi-Ausländer jetzt irgendwie unser angeblich braves Mädchen, ja, mit dem wir... Ja, das ist vielleicht eher die Geschichte mit dem Promi, genau. Ja, das und dann noch, also... Gab es denn irgendeine Art von Promi-Status im Gefängnis? Haben Sie irgendwas, einen Vorteil daraus ziehen können? Nee, es war ja auch große Enttäuschung bei den Knastkumpels, dass ich mich nicht so auskannte. Da waren ja bei den Jungs, die auch so mit Drogenhandel zum Teil zu tun haben, waren so diese Lamartina-Hemden alle aufgehängt. Und ich habe dann gelernt, dass Lamartina-Hemden ist, was man haben muss. Mhm. Und die haben von mir jetzt natürlich modischen Input auch erwartet, was jetzt das Neueste und Coolste ist auf der Welt. Und es war ein bisschen Enttäuschung, dass ich auch nicht mal Lamartina-Hemden kannte. Da habe ich mich aber inzwischen jetzt weiterbilden können. Ich habe es jetzt heute leider nicht an. Aber nö, Promi-Status. Ich glaube, ich habe vielleicht den Wasserkocher ein bisschen schneller bekommen als andere. Also, dass ich vielleicht nicht 3-4 Tage warten musste, sondern nur 2-3 Tage. Aber sonst kann ich habe das Beamtenklo geputzt, wie der andere Reiniger auch. Ich habe nicht die Zelle öfter offen gehabt oder ich habe kein anderes Essen bekommen. Ich habe auch nicht, wie dann in den Medien kam, irgendwie den Reinigerjob bekommen, weil ich bin, es wollte einfach niemand, weil man um
weil man um 17:45 aufstehen muss dafür, und darauf haben halt nicht alle Leute Lust gehabt. Aber Promi-Bonus im Knast kann ich eigentlich auch nachträglich nicht erkennen. Fernsehen gucken konnte man ja im Knast. Das heißt, Sie haben ja die Berichterstattung über Sie gesehen. Nee, ich habe sie nicht gesehen. Nicht gar nicht? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Bewusst darauf verzichtet? Oder? Ich habe bewusst darauf verzichtet. Ja, ich bin ein großer Experte geworden von Sendern, die nichts mit mir zu tun haben können. Also ich habe sehr viel Viva und MTV, und es gibt noch einen neuen Musiksender, den ich schon wieder irgendwas... Deluxe-Musik, ja. Deluxe habe ich oft gesehen. Das ist schön. Ja, okay. Also für mich ist er halt immer mit Mannheim und dem Knast verbunden. Ja, das ist. Und ich habe auch ganz viele türkische, arabische und rumänische Sender gesehen, auch polnische gerne, weil ich da immer sicher war, da komme ich nicht vor. Weil das einfach, ich bin am ersten Tag oder am zweiten Tag, als die mich untersucht haben, hatte ich einen Blutdruck von 170/110. Also die Verbrecher dort haben letztendlich auch meine Gesundheit ein bisschen mit ruiniert, weil das war der Anfang. Seitdem her muss ich Blutdrucktabletten nehmen, weil das einfach nie mehr auf den Vorstatus runtergegangen ist. Bei 170/110 war sowieso schon sehr bemerkenswert. Und ich habe auch gespürt, dass wenn dann wieder bei NTV oder so wieder irgendein Schwachsinn im Ticker kam oder so, dass mich das auch zurückwirft in der Konzentration, diese Zeit auch einfach gut durchzubringen, das auszuhalten und warten, bis es vorbei ist. Und da habe ich mich lieber, ich habe etwa 900 Briefe bekommen in den Knast. Ich habe bis zur Hälfte etwa der Zeit habe ich nie aufgemacht, weil ich immer gedacht habe, das Problem war halt, dass immer die Leute natürlich beim Hofgang einem immer erzählt haben, die kamen dann, Alter, haben wir wieder auf RTL noch mal eine Freundin. Ja, das war halt ein bisschen anstrengend, weil man es dann erahnen konnte, dass man immer noch sehr stattfindet. Aber ich habe versucht, mich zu konzentrieren auf diese Aufgabe und einfach fokussiert zu bleiben mit Anstand und mannhaft das auch vorbeizubringen, ohne mich groß ablenken zu lassen über die Berichterstattung. Also das ganze Ausmaß des Furchtbaren habe ich erst nachher gesehen. Ja, wo Sie ja sehr ernst und sehr verärgert werden, das hat man auch im Buch gemerkt, ist, dass ja auch Ihre Mutter in diese Geschichte reingezogen wurde von Seiten der Medien. Was hat Ihnen da nicht gepasst? Naja, dass man Jahrgang 1929, wie alt war sie damals? 81, danke. Dass man halt 81-jährige Frauen belagert, wie der Stern, wie Bunte, wie alle, dass man dann irgendwelche Nachbarn wie der Stern, Heini Arnsperger, irgendwelche blöden Briefe schreibt, es wäre doch schön, wenn Frau Kachelmann sich äußern würde. Das ist halt das übliche Erpressungsverfahren, was immer so passiert. Ich meine, ich durfte das auch mal erleben von der Bild-Zeitung, die ruft dann immer an. Ich hatte die Ehre, so auch von Frau Kessler angerufen zu werden damals. Wir haben da Fotos von dir mit und so. Und wir machen die Geschichte sowieso. Wäre doch schön, wenn du was dazu sagen möchtest. Das ist der übliche Satz. Und ich wusste, dass natürlich mitnichten irgendwelche Fotos mit da überhaupt existieren, weil es mit nichts gab. Und deswegen, aber das ist letztendlich das. Und das mit mir zu machen, ist das eine. Das mit meiner 81-jährigen Mutter zu machen, ist das andere. Und das sind auch die Leute, die am meisten gelitten haben. Meine Familie, meine Mutter, die Menschen, die mir nahe sind, die das auszuhalten hatten. Und ich wehre mich schon auch dagegen, dass ich was dafür kann. Das ist ja immer diese Moraldiskussion, die ich dann habe, die auch bei Jauch kam. Ja, einer, der gerade nicht nur eine Frau gleichzeitig kennt, der muss sich nicht wundern, dass dann die Frau böse ist, wenn sie weiß, dass sie nicht die Einzige war. Und ich wehre mich immer ein bisschen gegen diesen Zusammenhang. Ich bin nicht stolz darauf, irgendwie nicht immer alles richtig gemacht zu haben, auch wenn ich all die Dinge, die über mich geschrieben wurden, wie mit Heiratsanträge und was weiß ich, die hat es nicht gegeben, sind inzwischen auch für Frau Schwarzer verboten worden, das noch zu behaupten. Aber ich wehre mich ein bisschen dagegen, weil das eben auch ein bisschen das ist, was meine Frau mit dem Opfer-Abo bezeichnet hat. Sie hat den Begriff erfunden, nicht ich. Ich weiß, ja. Und
indem, ich meine, mir sind auch mal zwei Kinder untergeschoben worden, die das drüber geschrieben worden, deswegen kann ich das auch hier wiederholen. Zwei Kuckuckskinder, die diese Frau, die Mutter der Kinder, mir aus wirtschaftlichen Gründen gesagt hat, oh, wen nehme ich jetzt als Vater? Der hat am meisten Kohle, also erzähle ich das mal dem. Die sind beide vom selben Vater, der nicht ich bin. Und die Frau hat damit weit mehr als 1 Million Euro machen können mit dieser doppelten, mit diesem doppelten Betrug. Aber das ist jetzt keine Begründung, die ich jetzt für mich in Anspruch nehmen darf. Also ich kann jetzt nicht einfach hergehen und 10 Frauen irgendwie umbringen, belästigen oder irgendwas und sagen, ja, das müsst ihr jetzt schon verstehen, weil mir sind furchtbare Dinge passiert durch eine Frau. Und deswegen finde ich es auch umgekehrt nicht richtig, dass jetzt dieser Zusammenhang hergestellt wird, dass nur, weil ich jetzt eben auf der moralischen Ebene nicht immer alles richtig gemacht habe, muss ich aushalten, dass ich Opfer eines Verbrechens werde. Ja. Ich glaube, der Zusammenhang ist nicht richtig und deswegen ist es mir auch wichtig zu trennen. Und es ist auch deswegen wichtig, das zu trennen, weil eben Opfer einer Falschbeschuldigung, die können auch alles richtig gemacht haben, selbst auf der moralischen Ebene, und denen kann das dann trotzdem passieren. Mhm. Die ARD war ja viele, viele Jahre Ihr Arbeitgeber. Sie haben da viele Shows gemacht, Samstagabend sogar mal und natürlich Wetter rauf und runter. Ja. Jetzt irgendwann kam noch mal eine Anfrage vom SWR, darauf haben Sie öffentlich geantwortet mit dem letzten Satz, fuck the ARD. Ja, das heißt das, dass Sie wirklich derart mit der ARD abgeschlossen haben und enttäuscht von deren Berichterstattung sind, dass Sie gesagt haben, mit denen nichts mehr zu tun haben? Oder? Gut, fuck the ARD, das war einfach deswegen, weil diese amerikanische Diplomatin das, glaube ich, in diesem Telefonat über die EU gesagt hat. Das war damals relativ zeitig. So, jetzt so. Für sich stehend ist es nicht mehr so lustig, aber damals war noch diese Diskussion mit diesem Abhören. Ach, fuck die EU, stimmt. Ja. Ach, das schade, Sie haben es gar nicht, wenn Sie es nicht mal verstanden haben, nee, dann war es ja ganz toll. heute würde ich es nicht mehr schreiben, weil es jetzt nicht mehr lustig ist, aber damals hatte ich jetzt fälschlicherweise gedacht, dass es ein paar Leute schon merken werden. Ja, ich merke es, dass ich fälschlicherweise gedacht habe. Die Berichterstattung damals war das eine. Also der MDR mit Brisant war so widerwärtig wie RTL exklusiv und alles Mögliche zusammen. Aber natürlich auch hätte ich mir gewünscht, nach 22 Jahren der Zusammenarbeit, also ich war dort nicht angestellt, aber letztendlich Zusammenarbeit, dass ich hätte jetzt zumindest als Arbeitgeber mal mir einen Besuch abgestattet im Knast oder einen Brieflein geschrieben. Selbst wenn die ja gesagt, oh, wir wissen nicht, ob das jetzt war oder nicht. Habe ich gesagt, das tut uns sehr leid, was Ihnen passiert ist. Wenn wir was für Sie tun können, rufen Sie nicht an. Oder wie auch immer. Aber anrufen kann man eh nicht aus dem Knast. Oder schreiben Sie nicht, don't call us, we call you. Aber nichts von alledem. Es kam eine hämische E-Mail eines früheren Programmdirektors, gegen dessen Promiskuität ich immer noch ein Mönch bin oder immer gewesen war. Und das war es dann irgendwie. Und am Ende gab es dann mal einen Termin bei Herrn Harris, wo er dann gesagt hat, wir müssen uns überlegen, was sich die Menschen vorstellen, welche Bilder sie haben, wenn sie sie im Fernsehen sehen. Und das war dann halt die Begründung, offenbar furchtbare Dinge sehen die Menschen dann. Und das war die Begründung letztendlich, mich nie mehr wieder zu beschäftigen zu können. Das ist dann so weit gegangen, dass es offenbar eine zentrale ARD-Befehl gab, dass ich auch nicht mal, wir hatten mal noch das Problem, dass ich für ein oder zweimal hätte beim Saarländischen Rundfunk, beim Wetter-Hörfunk-Interview aushelfen können. Das hätte uns als Firma sehr geholfen, weil gerade alle krank waren oder so. Und die Kollegen vom Saarländischen Rundfunk haben gesagt, nee, das sei zentral in der ARD beschlossen worden, dass ich in keiner Form mehr vorkommen darf. Und das ist nach all dem schon ein bisschen enttäuschend. Das ist auch ein bisschen ein falsches Signal. Ich meine, dass man immer schon gleich rausgeschmissen wird, bevor nur das Urteil kommt, okay, das ist offenbar so, vor allem bei diesem Vorwurf. Aber dass selbst ein Freispruch nichts wert ist, das ist auch ein Signal für alle anderen Menschen, die eben Opfer einer Falschbeschuldigung werden, dass sie von Anfang an immer die Hoffnung fahren lassen müssen, wieder zurückzukommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum es so viele Falschbeschuldigungen gibt. Bei Frau Dinkel und ihre Kumpelinnen und Nachfolgerinnen, die werden sich sagen, jawohl,
hat ja gut funktioniert, selbst bei einem Freispruch, der Mann ist mehr oder weniger tot gemacht. Und das, ich sage das immer ungern, weil Frau Dinkel dann zu Hause sitzt und frohlockt und doch denkt, dass sie alles richtig gemacht hat mit ihrer Falschbeschuldigung. Ich meine, ich habe materiell alles verloren, was ich hatte. Ich musste mich tierisch verschulden. Es gab schwierigste Tage in jeder Form. Und es war ganz furchtbar. Und sie hat letztendlich weite Teile, zumindest beruflich, zerstört, erfolgreich. Und deswegen bedauere ich natürlich, dass es keine Solidarität gibt eines Senders, mit dem man 22 Jahre zu tun hatte. Sie hatten noch mal wieder einen Auftritt nach der Entlassung, einen bemerkenswerten Talkshow Günter Jauch. wo Sie auch dann dieses Buch vorgestellt haben. Und das war eine wirklich bemerkenswerte Sendung, wie ich finde. Ein fataler Fehler von mir, dorthin zu gehen. Ja, und, ist das tatsächlich und auch wie, ja, und natürlich auch wie das. Ich meine, ich hätte auch, ich blöder, naiver Depp. Ich blöder, naiver Depp. Ich habe noch gedacht, naja, die werden einen schon irgendwie trotzdem fair behandeln, weil das haben ja auch alle gesagt, das ist ja Jauch. Ich habe zwar schon gesagt, naja, mit der Sendung muss ja irgendwie die ARD beweisen, warum das richtig ist, dass ich nicht mehr dabei sein darf. Nein, nein, die werden, das ist doch Günter Jauch und so. Und ich hätte natürlich auch verstehen müssen, warum die Leute, die anderen Gäste, wurden ja erst am selben Tag veröffentlicht. Und es wäre natürlich, das waren, wie ich dann nachher, fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen, das waren alles drei gute Kumpels oder sehr der Friede Springer nahestehende Personen. Ja, ja. Baum, ja. Da der Verfassungsrichter, frühere, und auch der widerwärtige Tietje. Tietje, ja. Alles, wenn ich hätte nur einmal fragen müssen, wann habt ihr zuletzt mit Friede Springer oder jemandem in den obersten Etagen des Springer Verlages telefoniert oder die gesehen? Und das wäre schon eine ganz tolle Sache von mir gewesen, wenn ich auf diese gute Idee gekommen wäre. Wobei von Baum ja auch einiges an Kritik kam an der Justiz. Also, ja, der kam aber ja noch am fairsten in der, auch, in der Sendung vor. Auch nicht wirklich. Ja. Also ja, der hat die Justiz kritisiert, damit es von der Friede, von der fiesen Friede weggeht. Okay, gut. Und ich war da so naiv und wie das Kaninchen von der Schlange, und ich bin ja dann froh, dass, wie sie dann beschrieben wurde, die hochnäsige Amazone, meine Frau, dann für mich in die Bütt gegangen ist, weil ich war bei der Sendung, ich war so perplex, wie die das machen und wie widerwärtig die das machen und wie der Jauch überfordert war. Muss man sagen. Nein, ich glaube, er war einfach eine kleine, schmierige Leberwurst, darf man das sagen? Wahrscheinlich darf man das nicht sagen. Oh, Sie glauben es ja nur. Es ist so formuliert, ist es, glaube ich, okay. Er wirkte eine Leberwurstereske, ein Leberwurst. Er war auch null vorbereitet. Er hatte auch irgendwie den anderen Anwalt, der hieß bei ihm ganz anders und so. Es war, die Zwischenfilme war frei erfundener, diese Einspielfilme war frei erfundener Blödsinn. Also ich habe nachher noch viel Elend in der ARD und auch im ZDF gesehen und viele groteske Sendungen. Und ich finde ihn auch sonst, ich habe das dadurch mal öfter geguckt, ganz furchtbar schlecht. Aber die Menschen wollen ihn als Bundespräsident und mehr. Aber es fällt schwer nach dem persönlichen Erlebnis und was ich sonst so sehe. Ich glaube, irgendwas ist auch mit ihm. Ich glaube, wenn einem mal halb Potsdam gehört, dann passiert womöglich auch was mit den Menschen, ich weiß es nicht. Ich habe damals mal einen Beitrag gemacht, der hieß Hinter der grünen Tür. Es gab nämlich die berühmte Haftentlassung. Ja. Und da war NTV und ich glaube auch N24 und ich glaube auch RTL, waren alle live on air und haben stundenlang diese grüne Tür gefilmt, in der Hoffnung, dass sie irgendwann rauskommt. Sie kamen dann irgendwann raus und das waren, glaube ich, 10 Sekunden. Die Anwalt gab 3 Sätze ab ins Mikro und dann waren sie ich weg. Ich habe stundenlang aus dem Knast angeguckt. Das war wunderbar. Das war so skurril. Ich habe mich von allen natürlich mit gut verabschiedet. Für mich war es natürlich der erste selbstbestimmte Moment seit 132 Tagen, weil die wollten mich alle dringend loswerden. Und es sind skurrile Dinge passiert. Plötzlich der Vizechef des Gefängnisses kam mit einem Fotoapparat und wollte Erinnerungsfotos machen. Als ich ein letztes Mal mit meinem Essenswagen und mit dem Hütchen, ein Foto habe ich dann bekommen, musste allerdings unterschreiben, dass ich es nie, also es gibt ein Foto von mir aus dem Knast.
Und damals, als er die Fotos noch aufgenommen hat, hat er versprochen, dass ich die alle bekomme. Aber dann wahrscheinlich später hat er gemerkt, oh, darf ich das eigentlich? Darf ich Gefangene fotografieren und so? Und wahrscheinlich hat er dann irgendwo gelesen, dass er das nicht durfte. Ich bedauere das. Aber ich bin ausführlich Erinnerungsfoto auch mit meinem Reinigungskumpel aufgenommen durch den, irgendwas war nicht der Vizechef, irgendein Würdenträger aus dem Gefängnis. Die wollten mich so schnell loswerden. Die wollten mich ganz schnell raus haben. Und ich hatte unendlich viel Zeit, weil ich habe gedacht, ich habe immer auf NTV, haben wir dann das gemeinsam diese gefilmte Türe gesehen. Ja, ja. Und ich habe immer gedacht, jetzt wollen wir doch mal gucken, wie diese Idioten 2 Stunden füllen. Und wir haben 2 Stunden, hatten wir einen Riesenspaß auf der Zelle und haben 2 Stunden gesehen, wie die Idioten die Grüne sind. Jetzt müsste er könnte jederzeit, wir schalten noch mal. Und dann gingen sie einmal auch kurz auf, da kam doch nur ein Beamter oder sowas raus, dann waren sie alle in Aufruhr, die Tür geht auf. Ja. Und es waren die schönsten 2 Stunden im Knast, weil man konnte sich in Ruhe verabschieden. Ja. Alle haben sich gefreut, dass ich raus darf. Und es war auch, wenn ich Fernsehen geguckt hätte, ich hätte es im Fernsehen früher gesehen, als ich es persönlich erfahren habe im Knast. Aber ich war so aufgeregt, weil ich wusste irgendwie, sie müssen mich raus. Sie haben nichts, das OLG, und alle haben mir immer gesagt, das OLG ist unabhängig. Das OLG kümmert sich nicht, sondern, und das OLG hat mich ja auch ohne irgendwelche Auflagen rausgelassen. Also ich hätte nach Timbuktu und wo auch immer hin können, ich musste mich nirgendwo melden, ich musste keine Kaution hinterlegen, sondern der Text des Oberlandesgerichts war auch von einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig ließ. Das wäre eigentlich auch die berühmte Segelanleitung für das Landgericht gewesen. Die deutsche Justiz richtet es leider so ein, dass man für den Prozess wieder zu denselben Wurstels zurückkommt, die einem früher verzweifelt einbuchten wollten. Und die haben das nicht als Segelanleitung empfunden, sondern gesagt, jetzt wollen wir denen mal vom Oberlandesgericht zeigen, wer recht hat. Und deswegen hatte das psychologisch dann eher eine ungünstige Folge. Aber es waren sehr schöne, sehr entspannte 2 Stunden. Und dort war eigentlich auch natürlich auch schon die Verachtung da für die Leute, die draußen stehen, weil ich wusste, was die alles gesendet haben. Ich wusste, was die mit meiner Mutter gemacht haben. Und ich habe auch versucht, bei dem kurzen Draußenstehen meiner Verachtung Ausdruck zu geben und habe das auch bis heute nicht ablegen können und wollen. Verachtung. Ist denn Fernsehen für Sie überhaupt noch ein Thema in Zukunft? Oder ist das für Sie völlig vorbei? Weiß ich nicht, das ist jetzt schwer zu sagen. Also ich glaube jetzt, dass ich genügend getwittert habe, dass jetzt ARD, ZDF und die großen Sender von einer Zusammenarbeit mit mir absehen wollen. Das könnte ich auch gar nicht, weil ich dann nicht in den Spiegel gucken könnte. Nee, also ich würde auch jede Anfrage, würde ich auch sofort immer bei Twitter zeigen und so und den Anfrage der Lächerlichkeit preisgeben, sodass ich, glaube ich, mir keine Sorgen machen muss. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass wenn irgendwas Spannendes kommt, was mit Wetter, Naturwissenschaft oder auch Gesprächsführung zu tun hat, bei irgendwelchen kleineren Sendern, wo ich jetzt nicht bei Google irgendwas finde, was sie mir oder meiner Familie zuleide getan hätten, dass ich da grundsätzlich kein Problem habe. Aber ich meine, ich habe Familie, ich habe das Wetterprojekt und von daher habe ich jetzt nicht, ich muss wieder Geld verdienen. Das ist sicher etwas, was ich muss. Das ist etwas, was wichtig für mich ist. Ich kann nicht einfach jetzt nichts tun. Ich muss Geld verdienen. Ich habe jetzt monatelang kein Einkommen gehabt. Ich habe jetzt einen Schweizer Kunden, webzeitschrift.ch. Danke vielmals. Mein erster Kunde, der Kachelmann GmbH, der Ein-Mann-Firma. Das ist mein erster Kunde, über den freue ich mich. Den versuche ich zufriedenzustellen mit Wetterberichten auf Video. Aber was jetzt noch kommt, das ist schwer zu sagen. Aber ich meine, es gibt sicher, die ARD werde ich bis ans Ende meiner Tage, sagen wir mal, kritisch begleiten, um es vorsichtig zu sagen. Sie wollen von Focus, Bunte und Bild 3 Millionen Euro, habe ich gelesen. 3¼ Millionen sogar. Euro. Ja, das wäre ja ein Füßchen dann. Das wäre schön, dann würden wir nochmal in einem anderen Ambiente. Nein. Ja, genau. Es sind hunderte von
wie gesagt, ich glaube, das Recht ist durch, das ist auch nur ein Teil, wie der Kollege Professor Höcker sagt, der mich da vertritt. Es ist, glaube ich, einzigartig, wie viel verlogener, erlogener Schwachsinn über mich geschrieben wurde. Woran sich die Leute auch leider immer noch erinnern, obwohl inzwischen alles verboten wurde. Und es ist nicht nur für mich wichtig, es ist auch wichtig für alle zukünftigen potenziellen Opfer, dass das einfach nicht immer so abgetan wird, dass die alles dürfen, was sie wollen. Dass die einfach in diesem grotesken Ausmaß diesen Schwachsinn schreiben dürfen, weil am Ende passiert denen nichts. Das ist, glaube ich, dieses Allmachtsgefühl, was die Bordas und Springers dieser Welt haben, was sie auch noch wieder bei Wolf ausgelebt haben und bei anderen Situationen immer wieder ausleben, dass die wirklich das Gefühl, das sieht man ja auch, ich meine, was jetzt wieder bei Bild passiert, dass ein ausgewachsener deutscher Minister unterschreibt bei Bild irgendeinen Wisch, dass jetzt irgendwie diese Maut in Zukunft verspricht er den Bildlesern, ein deutscher Minister lässt sich herab, bei Bild zu unterschreiben, dass er den Bildlesern verspricht, dass das kostenneutral sein wird. Und das zeigt ein bisschen, wie sehr ein ganzer Staat von den Bordas und Springers dieser Welt als Geisel genommen wird, wie große Angst die haben. Das hat mir auch einer der Bildleute bei diesem furchtbaren Interview, was ich im November 2010 furchtbarerweise der Bild gegeben habe, erzählt, hat gesagt, wir haben was über alles in der Schublade. Über alle was in der Schublade. Und wenn Sie irgendwas sehen von einem Prominenten, er hat damals das Beispiel gesagt von Jauch und seinem Weinberg, Sie können sich immer denken, dass das einen Grund hat. Und das macht mir Angst. Das hört sich jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch an. Und denke, oh, jetzt dreht er ab, jetzt spinnt er. Das ist aber nicht so. Die haben, das ist ein Krake. Die wissen über so viele Politiker, Sportler und so. Und dieses Spiel, wenn wir sehen, dass Politiker, Sportler, Prominente etwas machen, was uns wundert, warum die das jetzt mit denen machen, das ist immer dieses Verfahren, wo ich selber auch erlebt habe. Wir wissen da was, wir können das machen, außer sie erzählen uns was anderes Schönes. Dann brauchen wir das nicht zu machen. Und dieses Prinzip wird täglich und immer wieder angewendet. Und es ist ein System der Angst, das da erhalten wird. Und deswegen ist es auch so wichtig letztendlich, dass juristisch fassbare Übertretungen auch wirklich dann juristisch geahndet werden. Und das ist letztendlich das, was wir probieren. Was ist aus der Idee geworden, als Prozessbeobachter zum Schwarzer Prozess zu gehen? Wir wissen doch nicht, ja, als ich den Tweet geschrieben habe, habe ich das alles als Scherz gesehen zunächst. Ich habe gedacht, ja, es war auch ein sehr selbstironischer Tweet, der auch weite Teile der deutschen Medien nicht verstanden hat. Wenn ich schreibe, ich habe 2010 gelernt, dass jeder Idiot Prozessberichterstatter sein kann, also auch ich. Das hat doch eine gewisse Portion von Selbstironie. Ist nicht durchgesuppt irgendwie. Und inzwischen habe ich aber so viele seriöse Anfragen bekommen von guten Zeitungen und von guten Medien, dass ich heute und hier exklusiv sagen möchte, wenn es zu einem Schwarzer Prozess kommt, was sicher juristisch gerechtfertigt ist, wie es aussieht, dann werde ich zeigen, wie man fair und professionell als Prozessberichterstatter vor Ort sein kann, ohne Interviews zu geben an andere Medien und all diesen Blödsinn, den Frau Schwarze gemacht hat. Aber sind Sie nicht ein bisschen befangen? Nein, bei der Angeklagten? Nein, gar nicht. Weil ich noch mit dieser journalistischen Maxime groß geworden bin, fair zu sein, neutral zu sein, beide Seiten zu hören und selber nicht meine Meinung durchsuppen zu lassen. So bin ich journalistisch aufgewachsen und das wäre auch zu einfach. Da würden jetzt alle drauf warten, dass ich jetzt irgendwie mich an Frau Schwarzer abarbeite bei so einer Gelegenheit. Das wäre zu billig und zu schwach und darauf habe ich auch keine Lust. Und deswegen, wenn die Auftraggeber bei ihrer Meinung bleiben, dass ich das machen soll, dann gehe ich dahin. Weil ich habe natürlich auch 2010, 2011 sehr viel über Strafprozessordnung und all diese Dinge gelernt, die ich auch gerne so jetzt anwenden möchte.
Da sind wir sehr gespannt drauf, was da noch kommt. Und dann danke ich Ihnen sehr für das Interview, war sehr interessant. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute und mal schauen, was von Ihnen noch so zu hören ist die nächsten Jahre. Ja, ich hoffe, es wird nur Gutes sein. Also ja. Ich gebe mir sehr große Mühe. Danke, dass Sie sich die Mühe genommen haben. Aber und gerne. Auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen zu Hause. Genau. Einen schönen Abend. Wir müssen noch Werbung machen, weil ich brauche ja jeden Follower. Bitte? Twitter, @Kachelmann und ihr seid Fernsehkritik TV. Fernsehkritik TV auf Twitter. Dort gibt es auch immer alle aktuellen Unwetterwarnungen, Wetterberichte und wenn es über die ARD zu sagen, was zu sagen gibt. Auch also dort. Statt WDR einschalten, lieber auf Kachelmanns Twitter. Das ist sicher, was, was Wetter betrifft, eine sichere Angelegenheit. Ja, gut. Okay. Dankeschön. Tschüss.